pressen wir dich jetzt rein. Wir nehmen den Wind. Oh. Das sind Tomahawks vom Reh. So, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung, wir sind jetzt hier beim Andi. Den kennt ihr bestimmt schon aus dem Steinbruch-Video. Er hat die größten Hände Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, würde ich sagen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir haben auch schon probiert, er hat schon den Captain of Crush ausprobiert, wo wir später einen kleinen Wettkampf ausfechten. So. Wie ihr wisst, meine Griffkraft ist nicht die beste. Nichtsdestotrotz stelle ich mich diesen großen, gewaltigen Händen. Und der Andi hat uns heute eingeladen. Erzähl mal, was machst du heute Gutes? Also heute gibt es Reh. Und dieses Reh wird glasiert in leckerer Marinade, Preiselbeermarinade. Da dazu gibt es Tomahawks vom Reh. Tomahawks vom Reh? Mhm. Das sind die hier. Tomahawkchen. Und dazu gibt es Rehwürste, die ein gewisser Anteil an Schwein auch noch mit drin haben. Sehr schön. Schwein allein wegen, denke ich mal, dass sie saftig bleiben. Ne? Wegen Fett. Also wegen Fett. Das reine Schweinefett, was da drin ist, weil ein Reh ist von Natur aus schlank. Also nicht so wie wir. Wir. Jetzt werden die Leute bestimmt fragen, ja, ich humpel etwas, weil ihr wisst ja mein Bein. Ihr fragt jetzt bestimmt, wo hat der Andi diese tollen Sachen her? Der Andi ist Jäger. Richtig. Also er geht richtig raus und na, wahrscheinlich werden einige von euch jetzt aufschreien und sagen, die armen Tiere. Aber Andi, was sagen wir dazu? Die Tiere haben bis zu ihrem Ende ein schönes Leben in freier Wildbahn gehabt. Ein schnelles Ende. Nicht so wie manch andere Großschlachtereien das machen. Das ist es ja. Ne? Es ist ein gesundes, nachhaltiges Lebensmittel. Und wenn man mit dem Ganzen, wenn man da recht respektvoll mit dem Ganzen umgeht und das gescheit macht, ist das, wenn man Fleisch möchte, denke ich mal, eine der besten Alternativen. Ist auch sehr gesund, Wildfleisch. Ja, ne? Absolut. Also gerade Haftor und alle über den Stan Efferding, ne, mit der Vertical Diet. Stan hat zu mir gesagt, in Island, dass der Mensch alleine nur mit Wildfleisch überleben kann. Weil das Wild ja sehr viel Kräuter und Wurzeln frisst und alles. Und du hast mal gesagt, Wild ist ein Feinschmecker. Genau, also das Reh ist ein absoluter Feinschmecker. Ich sage, im Volksmund ist ein Feinkostselektierer. Also ein Reh pickt wirklich nur die feinsten und weichsten Knöspchen von den Pflanzen ab und verzehrt die dann auch. Also Freunde, Rehfleisch, Wildfleisch, top. So, jetzt drehe ich mal die Kamera und du zeigst uns oder sagst mir, was du jetzt mit diesem Wildfleisch, du hast es mariniert mit? Mit Preiselbeeren. Preiselbeeren. Genau, das ist eine Preiselbeermarinade. Das ist heute das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe das Rezept gesehen, habe mir gedacht, wow, cool. Reh ist nämlich auch sehr vielfältig oder wild generell. Man muss das nicht nur altertümlich mit Rotkraut und Spätzle machen, sondern das gibt auch schöne fruchtige Marinade. Und auch Barbecue. So, gucken wir es uns mal an. Mach mal auf. Wie lange hast du es jetzt auf dem Grill? Oder? Das ist jetzt bei 120 Grad 5 Stunden auf dem Grill. 5 Stunden? 5 Stunden bei 120 Grad. Jede Temperatur gegart. Das hat jetzt eine Kerntemperatur von ein bisschen über 60 Grad. Also es dauert jetzt nicht mehr lang. Dann können wir das auch zu uns nehmen.
Und dann halt immer wieder schön mit Preiselbeerglaze eingepinselt, dass es außen auch recht saftig ist und dementsprechend die Gewürze aufnimmt. Rehwürste. Rehwürste, aber mit Schweinanteil. Schweineanteil, mit Schweinanteil. Wie machst du, warte mal kurz. Also die Würste, die machst du auch selber, ne? Die mache ich auch selber. Okay. Was ist das für ein Darm? Ist das, ich denke mal, kein Kunstdarm. Nee, das würde ich ganz normal Naturdarm vom Schwein. Also ich gehe da zu unserem kommunalen Metzger. Okay. Und bei dem kaufe ich dann halt die restlichen Artikel ein, was ich dazu brauche. Und, was mich jetzt brennend interessieren würde, was ist deine Meinung zu, naja, wenn man das jetzt so sagen darf, Aldi, Lidl und Co. abgepackt, vakuumiert, begast und was da alles gibt? Und naja, für die Masse ist das ja eigentlich ein ganz normales Nahrungsmittel. Ja. Aber wenn ich mir das überlege, gerade diese Aldi- oder Lidl-Würste, wenn ich die jetzt da daneben lege, A ist ein extrem viel höherer Wasseranteil und B ist halt absolut auf den Geschmack her. Also wenn man mal gewöhnt ist, wild zu essen und ein gesundes Lebensmittel zu sich zu nehmen, finde ich diese Supermarkt keine Alternative mehr. Ja, das merkt man kauft sich was für 500 Gramm, ne? Schmeißt es in die Pfanne, das kennen bestimmt einige von euch. Und danach ist halt nichts mehr in der Pfanne, weil halt alles das ganze Wasser raushaut, ne? Also von daher lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, um was Anständiges zu haben. Wenn ich kurz ein Messer habe, bitte. Langsam durchgare erstmal, weil sonst Platz ist. Die habe ich ein bisschen dick gefüllt. Was hast du sie dick gefüllt? Ja. Die sehen richtig gut aus. Die schmecken auch gut. So, Andi, was hast du da? Ein Kidnap. Das ich jetzt anziehen soll. Richtig, da pressen wir dich jetzt rein. Also jetzt sieht es gerade an wie so ein T-Shirt, ne? Tja, du musst ein bisschen Bauch erziehen. Aber es ist dehnbar. Gibt es jetzt unterschiedliche Varianten, was für Nieten oder Ketten oder Glieder, was wir genommen haben? Tausend, also fangen wir da gar nicht mehr an. Nee. Aber das Anziehen war gar nicht so das Interessante. Ja. Athos! Einfach weiter drin. Das Ausziehen ist das Interessante. Das Ausziehen, okay. Aber dann nutzt du schon die Schwerkraft. Da ich ja leicht lediert bin mit meinem Bein. Aber ich zieh's auch noch. Also normal kommt da noch ein Batzen Waffenrock drunter und Gambisa. Aber mit dem hat es selbst die Probleme in dem Hemd. Oh! Jetzt kommt rein. Ja. Bin gar nicht so dick, geil. Ja, wie gesagt, das ist stehbar. Passt ja voll gut. So, jetzt hol ich mal noch den Helm. Wir machen aus dem Konrus heute mal einen richtigen Germane. Voll auf dem Pitschel. Tut mir leid. Na, kein Problem. So. Und was darf man empfehlen? Ein Schild noch. Ja, okay. Mach hier nichts kaputt. Ist auch schwer. Ein bisschen Wasser. So. Das sieht geil brennt aus. Hey. Das war jetzt aber nicht Codex Belli. Das ist Codex Belli. Erklär es mal in die Kamera, was ist Codex Belli? Codex Belli ist eine Art
eine Art zu kämpfen. Okay. Also ein Reglement. Ein Reglement. Genau. Also da darf ich zum Beispiel jetzt nicht stechen? Nein. Nein, ich darf nur hauen. Genau, mit dem Schild darf man auch nicht hauen. Echt nicht? Aber das Schild war doch schon eine mächtige Waffe, würde ich sagen, oder? Das Schild war saumäßig effektiv. Vor allem, wie du siehst, es ist saumäßig schwer. Ja. Genau, mit deinem Körpergewicht. Da schlägst du erstmal eine Schneise rein, bis du stur bleibst. Ich bin erschöpft, ich bin endlich raus aus der Kluft. Wir wissen jetzt nicht, was das Catnam wiegt. Auf jeden Fall wird es für den Wettkampf sehr, sehr, sehr interessant, wer das Catnam länger am ausgestreckten Arm heben kann. Die Rehkeule ist fertig. Und ja, Informationen zum 7.7., dem Wettkampf in der Nähe von Pforzheim in Niefern. Es wird, die Eisenliga wird noch am Start sein. Die schicken 5 oder 6 Abgesandte, die auch wirklich, Andi, komm mal ins Bild, setz dich mal daher. Ich setz mich mal dazu. Setz dich mal dazu. Du hast gesagt, es ist eine, wie heißt der Fachbegriff von diesem Kampfstil? Buhurt. Ja. Also das ist ein Vollkontakt. Genau. Kampfsport in voller Rüstung mit Äxten und Streitkolben, genau. Und die werden auch eine kleine Show dort abliefern, also werden sich im Volksmund, wie man sagt, richtig verkloppen, ne? Also wahrscheinlich zwischen den Disziplinen werden wir ein bisschen Show einbauen. Also an alle da draußen, an Fans des Mittelalters, des Strongman-Sports und alles, wir werden jetzt das Mittelalter mit dem Wettkampf kombinieren. Und ihr seid herzlich eingeladen, kommt vorbei. Zerlegt den Markt. Zerlegt den Markt. Zerlegt den Markt einfach, genau. Und jetzt fangen wir mal an mit dem kleinen Wettkampf. Das wird auch lustig und dann war es auch schon wieder. Sonst ist das, wieder das Video viel zu lang. Ne? Kleine Wettkampf geht jetzt los. Wir haben 2 Disziplinen. Einmal das Kettenhemd am ausgestreckten Arm halten mit einer Hand. Und einmal den Captain of Crush Gripper Nummer 2. Sieht man das, die 2? Jetzt. Mit diesem Holzstück muss man es zwischen den Gripper einklemmen und so lange halten, wie es nur geht. Da der Andi ja die riesigen Pranken hat, werden wir mal sehen, ob er einen Vorteil hat. Ne? Ich beginne. Du hast halt nicht so vormachen. Ja, ja. Oh, wie viel haben wir? 37, 84. So, Andi. Komm. Ja, drück. Geht schon. Drück. Nachatmen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Weiter. Komm. Drück! Der Kipper geht auf, aber das Teil rutscht nicht raus. Sehr gut, 30. Habe ich das mit Eiklem drin? Okay. Ja, dann müssen wir noch. Ja, komm, halt. Komm. Wir merken uns 12,58. So. 12,58. Jetzt kommt der Invalide. Sag mal, wo kann man das schön greifen? Das schmiegt sich eigentlich an. Komm, hopp. Ja, so ist magst gut. Du drücken auf das? Okay. Mhm.
Was haben wir? 28,7. Oh. Sehr schön. Das ist irgendwie komisch. Das ist total komisch, wenn ein Bein nicht funktioniert. Weißt du nicht, sollst du jetzt ein bisschen mehr auf die Krücke oder bist du aufs Bein? So, und ich komme gerade ins Bild, wir verabschieden uns. Also, 7.7. kommt ihr in die Nähe von Niefern. Adresse hauen wir noch raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider gibt es keinen Geschmacks-YouTube. Ne? Tja, das wäre jetzt echt geil gewesen. Genau. Aber kommt vorbei, es gibt ähnliches Essen auf dem Mittelalterfest, oder? Nicht ja. So gut, aber ähnlich. Gell? Könnt ihr euch die Bäuche vollschlagen und einen schönen Wettkampf betrachten. Da bedanken wir uns recht herzlich. Bis zum nächsten Mal.